ist Ela und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Papierwerkstatt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man eine Klavier-Pop-Up-Karte macht. Diese Karte hatte ich hier für eine Freundin gemacht. Extra vorne nochmal ein Schüttelelement. Ob ich das jetzt bei dieser nächsten Karte mache, weiß ich noch nicht. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, euch zu zeigen, wie man freihändig, ohne Stanze, ohne Plotter, ohne irgendwelche Anleitungsdateien so eine Klavierkarte machen kann. Diese habe ich jetzt hier in schwarz gehalten, damit das Klavier dann auch direkt schwarz ist, mit Hintergrund, den Sternen und alles. Und ja, das möchte ich euch dann zeigen, wie das geht. Und das wäre dann halt diese Vorstellung in schwarz und weiß. Ich habe es hier jetzt extra in weiß mal gemacht, um euch zu zeigen, wie man das am besten aufzeichnet und einschneidet. Ja, und sowas möchte ich heute gerne mit euch basteln. Und dafür benötigen wir einige Materialien, was ich euch gleich vorstellen werde. Ja, dann fange ich mal an, euch zu erklären, was ich alles dafür brauche. Das sind unter anderem Lineale. Einmal hier ein kleines, ein großes. Bleistift, Radiergummi eventuell, Cuttermesser, Falzbein. Hier habe ich mir noch so eine Kreisstanze rausgesucht. Das zeige ich euch gleich, damit machen wir die Bögen hier, damit das euch einfacher fällt. Man kann es auch mit der Hand machen. Ich habe es jetzt halt mal hier mitgemacht, damit ich euch das so besser erklären kann. Und zum Erklären brauche ich noch verschiedene farbige Filzstifte, damit ich euch das genau erklären kann, weil es jetzt eine Falzlinie, was eine Schneidelinie ist. Ja, und noch die Maße aufzuschreiben. Dafür habe ich diesen Kugelschreiber. Ich denke mal, jetzt im ersten Teil werden wir es wohl nicht brauchen, weil dieses Video wird dann in zwei Teilen, also dieses Projekt wird in zwei Teilen aufgeteilt. Und zu diesem Projekt gehört halt auch Kleber. Aber wie gesagt, vielleicht brauchen wir das jetzt am Anfang gar nicht. Ja, da wir jetzt nur erstmal das Klavier aufzeichnen werden und dafür brauchen wir dann auch nur diesen inneren Bogen, 20 cm mal 29 cm. Das andere werde ich eben zur Seite packen. Das werden wir dann in dem zweiten Teil benutzen. So, das lege ich mir hier hin. Ja, wie gesagt, einmal ein 29 cm mal 20 cm. Das ist eine Tonpappe in 200er Stärke. Ist ganz gut, ist nicht zu dick und ist auch nicht zu dünn, dass es sich halt nicht richtig bewegen lässt und das ist ganz praktisch. Also 200er Stärke ist schon ganz okay. Ja, das waren die Maße 29 x 20, falls ich das noch nicht gesagt habe. Die müssen wir jetzt einmal teilen auf der langen Seite bei 14,5. Nur anzeichnen. Einmal 14,5 anzeichnen. 14,5. Ich zeichne das jetzt hier einmal komplett mit Farbe an, was ihr nachher natürlich nicht machen dürft, da ihr das mit dem Bleistift ja wieder wegradieren müsst. Also einmal 14,5 in der Mitte nur angezeichnet.
Hier links schreibe ich mal oben, damit ihr das dann seht, und hier unten. So, dann kommt nämlich das Klavier jetzt so, ist dann halt oben, da ist unten. Wir fangen jetzt in der Mitte an, das anzuzeichnen. Dafür habe ich, wo habe ich denn meine Zeichnung gelassen? Da. Ich habe mir hier eine Zeichnung gemacht. Das ist halt diese 20 cm mal 29, in der Mitte die 14,5. Und wir fangen jetzt an, erstmal hier senkrechte Linien zu zeichnen. Das sind unsere Hilfslinien. Die brauchen wir einmal bei 2,5, bei 5, bei 6,4, bei 7, bei 8, bei 10, 11,5, 13, 16, 17,5. Das mache ich jetzt, damit ihr ganz genau wisst, wo ihr was zu zeichnen habt. Also ich fange jetzt oben an bei 2,5. Gehe dann weiter bei 5. Auf 6,4, auf 7, auf 8, auf 10, auf 11,5. Das ist einfach nur eine Hilfslinie. Die könnt ihr auch im Endeffekt auch weglassen, wenn ihr das nachher, ich will euch das jetzt nur eben zeigen, damit ihr das dann besser versteht, weil dieses Klavier ist ja komplett ohne Vorlage bzw. Datei oder Plotter-Datei komplett selber gemacht. Deswegen ist es jetzt halt auch ein bisschen mehr zu rechnen. Jetzt sind wir bei 10, bei 11,5, bei 13, bei 16. Und bei 17,5. Die ziehe ich mir jetzt ganz einfach nur leicht nach. Das ist auch nur eine Hilfe, wenn man nämlich so viel zeichnet, dass man sich eventuell an den Linien orientieren kann. Mein Projekt, was ich hier gemacht habe, das habe ich ja im Prinzip freihand gemacht. Und aber um euch das jetzt besser näher zu bringen, habe ich mir das so gedacht, dass ich euch das mit diesen Hilfslinien zeige. Ich ziehe jetzt also einmal von oben diese Linien bis nach unten einmal nach. Es muss auch nicht ganz bis nach oben sein, weil das Klavier ja auch nicht bis ganz nach oben geht beziehungsweise bis nach unten. Und jetzt hier noch mal die, aber so, dann sieht das so aus, hier überall diese kleinen Linien. Man kann auch hier zur Hilfestellung noch diese Zahlen dran machen, aber man muss halt dann immer viel wegradieren und das sollte ja auch nicht sein. Das ist ja jetzt auch nur, um euch das zu zeigen. So, jetzt fangen wir mit dem Hocker an. Also mit diesem Hocker. Und da lege ich mir das jetzt so hin, dass links das oben auf der linken Seite ist und unten auf der rechten Seite. Und zeichne mir jetzt eine Markierung bei der ersten Markierung, bei dieser 2,5 Markierung, eine Linie von 3 cm. Also ich lege 3 cm bei der Mittellinie an und gehe nach links hoch und ziehe einmal die 3 cm hoch. Das wäre im Prinzip auch schon unsere erste Falzlinie. Die zeichne ich euch mal orange an. So, dann gehe ich auf der rechten Seite, sprich nach unten hin und mache mir
eine Markierung bei von der Mitte aus wieder bis nach unten bei 6,8. Und da auch 6,8. So, das wäre auch die nächste Falzlinie. So. Und von dieser Falzlinie aus müssen wir einmal nach oben gehen, auf 3 cm wieder nach oben. Müssen wir noch mal eine Markierung machen. Auch bei 3 cm. So. Das ist auch eine Falzlinie. Das wäre dann die Sitzbank des Klaviers und das ist der Fuß des Klavierhockers. Jetzt gehe ich die nächste Linie, geht bei 4,4 cm von der Mittellinie aus. Also hier an der nächsten Kante, das wäre die erste Linie, die zweite Linie. So, das ist ja jetzt die erste Linie, das ist die zweite Linie. Und von dieser, an der zweiten Linie lang, von der Mittellinie aus bis nach links hoch, müssen wir jetzt eine Markierung bei 4,4 cm machen. Einmal 4,4 und die ist jetzt 1,4 cm breit. Da wir ja diese Hilfslinien so uns zur Hilfe genommen haben, haben wir ja diesen Abstand 1,4 schon im Prinzip fertig gemacht mit der Hilfslinie. Also müssen wir hier nur noch an der dritten Linie dann auch 4,4 cm nach oben gehen. Einmal hier und dann eine im Prinzip jetzt senkrecht, aber regulär ist die waagerecht. Eine Linie ziehen, das ist die 1,4 cm. Das ist auch eine Falzlinie. Die ich schaue noch mal eben, ob ich mich. Ja, bin ein klein wenig verrutscht. So, das ist auch eine Falzlinie, die markiere ich auch mit Orange. Das ist nämlich das Teil der Tastatur. So, bei diesem Teil müssen wir jetzt runtergehen von der Mittellinie nach rechts unten auf 3 cm. Also von hier nach da auf 3 cm. Nur bis zur dritten Linie. Also nur dieses Stück. Bis da. Und das ist auch eine Falzlinie. Nein, das ist keine Falzlinie. Das ist eine Schneidelinie. Die Falzlinie ist bei 2,4. Die müssen wir auch noch einzeichnen. Oh, ich habe mich vertan. Nee, doch nicht. 3 bei 2,4. 2, 4. Also dieser Abstand, dieser kleine Abstand, so, dieser kleine Abstand ist 0,6 cm. Seht ihr das? Das sind 0,6, das sind 2,4, 4,4. Und das hier ist jetzt die Falzlinie. Und das ist eine Schneidelinie, die wird auch gleich nochmal durchgeführt,
weil da müssen wir jetzt hingehen und noch einen im Abstand auch von 3 cm bis 5,5 bis 5 cm eine Linie ziehen. 5 cm sind bis da und da ziehe ich jetzt eine Linie. Das ist eine Schneidelinie. Beziehungsweise die Schneidelinie geht nur bis hier, weil hier fängt dann wieder ein Fuß an und den müssen wir ja noch mit bedenken. Deswegen erst nur einfach eine Linie ziehen bei 3 cm. So, jetzt ziehe ich einfach mal eben hier eine blaue Linie. Das ist eine Schneidelinie. Dann hier eine blaue Linie, damit ihr das seht. Die kann man bis hier oben führen. Und die, upsa, die geht gleich weiter so. Dann wäre das einmal da die Schneidelinie, da die Schneidelinie, da die Schneidelinie. Und an dieser Linie machen wir jetzt weiter. Da gehen wir wieder von der Mitte aus nach links, rechts, also links nach oben, auf 4,8 cm. Eine Markierung. Und die nächste bei 4,8. Ihr seht, es ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich hier ein bisschen rüber gekommen bin, weil diese Schneidelinie auch bis dahin führt. Das ist jetzt ein Bereich von 0,6 cm mal die 4,8 und jetzt kommt die nächste mit 2 cm nach unten. Also von der Mittellinie aus nach unten 2 cm anmarkieren. Das ist auch wieder eine Falzlinie. Dann mache ich jetzt auch noch mal eine blaue Linie. Das ist auch eine Schneidelinie. So. Dann seht ihr auch, dass das aussieht wie eine Stufe. So. Das muss auch so sein, weil sonst klappt das hier nicht so auseinander. Das seht ihr ja hier. Das muss sich ja etwas erheben und deswegen sieht das aus wie eine Stufe. Und jetzt gehen wir von der Mittellinie aus bis hier weiter auf 5,2 cm. Das wäre auch wieder eine Falzlinie. Und hier unten müssen wir jetzt uns von der Mittellinie aus 2,5 cm nach unten bewegen. Sind da. Und das ist im Prinzip jetzt muss ich mal eben schauen. Nein, das stimmt irgendwas nicht. Muss man eben einmal kurz, bevor ich euch was Falsches erzähle. Ja, seht ihr, ich hätte euch jetzt was Falsches erzählt. Das ist nämlich nicht 2,5, sondern nur 1,5. Einmal 1,5 und nochmal 1,5.
1,5. So. Das ist auch wieder eine Falzlinie. So. Und das wird auch wieder eine Schneidelinie. Zeichne ich euch mal blau wieder an. So. Und hier können wir dieses Blau auch noch mal verlängern. Das geht dann bis dahin. Dann sieht es so aus. So. Jetzt legen wir uns das einmal so hin. Dann machen wir uns nämlich hier unten ist jetzt, also hier ist unten, hier ist oben. Hier unten diese Linie, die wir gemacht haben mit 5 cm, die machen wir uns jetzt eine Markierung bei 2,5 cm. Und einmal nach hier. So, dann sieht das so aus. Nein, jetzt habe ich mich doch was vertan. Diese Linie kommt gar nicht. Es tut mir leid. Da muss ich jetzt mal irgendwann mal mit dem Tippex einmal die Linie wieder löschen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt ein Nachsehen mit mir, weil diese Linie, die gehört nämlich schon, die gehört gar nicht mehr dazu. Das ist schon das Klavier hier. Die darf nämlich nicht geschnitten werden. Und deswegen habe ich das jetzt einmal gelöscht, um euch das nochmal zu zeigen. Ja, wir gehen jetzt von der. Jetzt lege ich das wieder so hin und wir gehen jetzt von der Mittellinie aus nach oben bei 4,2 nach 4,2 Zentimeter. Sieht erst immer kompliziert aus. Es ist jetzt auch schwer zu erklären, weil wenn man das alleine macht, ja, dann setzt man sich hin und sieht, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich rasiere das weg und mache es neu, aber zum Erklären ist es dann doch etwas schwieriger. So, diese 4,2 Zentimeter, die ziehe ich jetzt hier bis zu dieser ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Linie. Da ziehe ich die 4,2 Zentimeter bis zu der letzten Linie. Und von dieser Linie aus ziehe ich jetzt eine Markierung von hier oben von dieser Falzlinie bis nach hier. Das ist eine Schneidelinie. So. Deswegen sah das jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Da mache ich jetzt mal eine Markierung hin. Mein Tippex ist jetzt nicht gerade das Schönste mehr. Deswegen. Ich hoffe, ihr überseht das jetzt da. Also dieses kleine Teil, das ist eine Schneidelinie. Das wird sich jetzt aber hochziehen bis nach oben auf 6 cm bzw. 7 cm mit dem Teil, was wir hier, dieses Teil ist jetzt 6 cm bis zur ersten Falzlinie. Und dann kommt noch mal 1 cm dazu. Deswegen habe ich jetzt einmal komplett 7 cm gemacht und teile mir das auf in 1 cm hier. Dann mache ich mir jetzt hier bei 6 cm eine Markierung und hier auch. Das ist nämlich unsere Klebelasche beziehungsweise diese. Diese Lasche wird das.
So. Da das hier ja etwas abstehen muss, müssen wir ja diese Falzlinie etwas nach hinten gezogen haben, also nach unten. Und dann wird das hier jetzt eine Falzlinie. Die geht bis zum vorletzten Strich. Da mache ich jetzt auch schon mal einfach mal mit dem orangen Stift eine Linie. Okay. Da habe ich jetzt wieder übergemalt. Das ist jetzt die Schneidelinie, das ist die Falzlinie. Und von dieser Falzlinie aus gehe ich noch mal nach oben, 3 cm nach oben, 3,8 cm. So, das wird jetzt hier dieser Bogen, 3,8 cm. Diese 3,8 cm werden aber nur von dieser Linie aus bis dahin müssen wir uns eine Markierung bei 4,5 cm machen. Das mache ich mal eben, weil da fängt dann nämlich dieser Bogen an, der dann hier wird noch mal 1 cm dazu gerechnet. Das ist, wie gesagt, diese Linie. Und das sind 2 Falzlinien. Das ist diese Ecke. Diese Ecke. Und von dieser unteren Ecke, also das ist eine untere Falzlinie. Mach mal Licht an, vielleicht seht ihr das dann besser. Es wird mittlerweile schon etwas duster, ne? So ist es zu hell, glaube ich. So. Das sind 2 Falzlinien. Jetzt hatten wir ja hier die Markierung gemacht, hier bei 4,5 und hier. Jetzt gehe ich mit diesem Kreis einmal hin und mache hier so ungefähr so bis zur Mitte dieses zweiten, dritten Strichs hier so einen Bogen. So. Und auf der anderen Seite so einen Bogen bis zu dieser Ecke. Seht ihr? Dann ergibt das so einen Bogen. Jetzt mit der Hand könnt ihr das noch ein bisschen nachziehen, damit es weicher aussieht. Und das ergibt dann diese Flügelform. Und hinten an dieser Ecke, an der letzten Linie, da lege ich jetzt mir hier diesen Kreis hin. Da seht ihr diese äußeren Schneidepunkte. Die lege ich so auf den Linien und dann ziehe ich einfach diesen Kreis. Man kann es auch mit der Hand machen. Also bei meinem ersten Klavier, was ich euch ja auch gezeigt hatte, da habe ich es nur mit der Hand gemacht. Verkehrt. So, die muss ich nochmal wegmachen. Und diese Linien, die könnt ihr ja dann auch weg. Dann sieht das so aus. Und jetzt hier dieses untere Teil, da müssen wir auch noch mal einen Bogen ziehen, aber vorher müssen wir eine Falzlinie von der Mittellinie nach oben hin bei 0,5 cm machen. Also 0,5 anzeichnen. Und auch nur bis zur letzte, vorletzte, bis zur viertletzten. Letzte, vorletzte, drittletzte, viertletzte
Da muss das nur hin. Das heißt, bei 11,5 cm, also von vorne bis hier sind 11,5 cm, nur bis dahin geht diese Klebele, diese Falzlinie. Und von dieser Linie aus gesehen, da gehe ich jetzt auch wieder mit diesem Kreis hin und mache mir so eine kleine, einen kleinen Bogen hin. Muss nicht ganz genau sein. Man kann es auch, wie gesagt, mit der Hand machen. Aber so. Dann sind das zwei Bögen. Aber diese Linie, das ist die Falzlinie. Von dieser Ecke bis zu dieser. Da mache ich jetzt auch noch mal eben einen Orangenstrich. Jetzt seht ihr auch, warum ich mir hier diese Hilfslinien gemacht habe, weil damit man nicht aus der, weil hier hatte ich das nämlich gemacht, da bin ich mich, habe ich mich auch vertan und bin ich etwas rübergerutscht. So, jetzt gehen wir von dieser Linie aus, das ist ja diese Markierung, von dieser Falzlinie aus bis nach unten 5,3 cm, müssen wir noch mal einmal runter und einmal 1,5 cm müssen wir hier einmal 1,5 cm nach unten und komplett einmal 5,3 cm. Jetzt mache ich erst diese 1,5. Bin ein bisschen verrutscht. So. Die auch nur erstmal bis zu dieser Linie. So. Das ist nur eine Markierung. Das ist die Seite von dem Flügel. Hier diese Seite, die wird das sein. Und da kommt dann gleich der Fuß runter. Und der Fuß, den machen wir von der zweiten Linie von oben. Also hier erste Linie, zweite Linie von oben. Gehen wir jetzt auch hin und machen eine Markierung bei 5,3 cm. Bei 5,3 und 5,3. Und auch nur zwischen der vorletzten und vorvorletzten Linie. Also im Prinzip die bei 16 und bei 13. Von da aus gesehen 13, 16. Das wird unser Fuß. Den markiere ich jetzt einfach mal komplett an. So. Und hier kann man jetzt noch einen kleinen Bogen nach oben ziehen. So. Und hier auch eine kleine Rundung machen. Und das ziehe ich auch bis nach oben. Dann sieht das so aus. Und den Fuß, den zeige ich euch jetzt auch, wie man das macht. Da habe ich mir ausgedacht, ich gehe dieses Fußteil einmal von dieser Linie aus bis nach hier 1 cm und von der letzten Linie aus bis nach oben 1 cm jeweils. 1 cm und da auch. Mache ich mir eine Markierung wieder. So. Sieht das so aus? Und jetzt müssen wir das einmal drehen. Und das machen wir hier, von links nach rechts, eine Markierung bei 0,7 und die nächste Markierung bei 1,8. Aber nur in diesem Zwischenraum zwischen den beiden Feldern. Also wie gesagt, bei 0,7 und 1,8.
0,7, das 0,7, 1,8. Wenn es jetzt nicht ganz genau ist, ist auch nicht schlimm. Das ist nur eine kleine Hilfe. Dann sieht das so aus. Dann bin ich auch ein bisschen verrutscht. Dann könnt ihr nämlich den Fuß, macht ihr hier so von diesem Strich aus gesehen, das ist die Schneidelinie, hier so ein Bogen nach oben und hier auch ein Bogen nach oben. Jetzt sieht es natürlich nicht schön aus, weil ich mich ein bisschen vertan habe. So, bei der nächsten werde ich bestimmt sauberer arbeiten. Ich glaube, ja, deswegen klappt es auch nicht, weil ich nämlich nicht ganz 2,5 cm bin. Man sollte nämlich eine Linie bei 2,5 machen. Also dieser ganze Fuß darf nur 2,5 cm breit sein. Da habe ich mich jetzt vertan. Da bin ich nämlich zu weit rüber gerutscht. So, machen wir das nochmal neu. So, und dann kommt das nämlich hin. Sieht doch schon besser aus. Also schon wieder wegdenken, diese Linie. Versuch mal, ob ich das mit dem Weißen. Na, geht auch nicht mehr. Bisschen. Leider ist mein Tippex alle. Ich habe schon zu viel gematscht heute. Also 2,5 cm darf dieser Fuß nur breit sein. So. Jetzt haben wir hier auch noch eine Linie zu ziehen, eine Falzlinie von 2,5 cm, auch in 1,5 cm. 1,5 ziehe ich jetzt diese Linie einfach weiter. Und dann das Ganze darf nur 2,5 cm breit sein, also nur bis hier. Und diese Linie wird jetzt noch mal eine Falzlinie. So. Und dann haben wir jetzt hier eine Falzlinie und hier eine Falzlinie. Und die Falzlinie hier über der Mittellinie. Da müssen wir jetzt auch so einen kleinen Schwung reinmachen, auch wieder so wie hier. Das versuchen wir jetzt mal mit dem Kreis ein bisschen andeuten. Sieht das so aus. So einen Bogen. Also wie gesagt, dieses Teil ist 1,5 cm von der Mittellinie entfernt und der ist 2,5 von der vierten Schneidelinie entfernt. 2,5 bis da. So, und von dieser Linie aus bis nach da sind jetzt 2,5 cm. Da machen wir jetzt den nächsten Fuß hin. Aber hier unten, also hier an dieser Linie kommt der nächste Fuß. Und das sind, das muss ich noch mal eben einmal noch mal nachschauen, das ist von dieser Linie aus gesehen 3,8 Zentimeter. Und 3,8. So. Okay. Dann 2,5. 2,5. Und da mache ich das genau das gleiche wieder mit diesen 1 cm von oben und 1 cm von unten. Diese Hilfslinie und die 0,7 und 1,8 an dieser Stelle.
So, dann habe ich jetzt hier die Markierung und mache mir einfach nur diesen Bogen wieder rein. Dann sieht das so aus. Das wäre jetzt dann der zweite Fuß. Da könnt ihr jetzt hier oben bis zu dieser Falzlinie einfach nur mal einen kleinen Bogen ziehen. Das hier ist eine Schnittlinie und das ist auch eine Schnittlinie. Und natürlich das hier auch. So. Und das kommt komplett weg. Das ist nur eine Hilfslinie gewesen. Und hier diese Linie, das ist auch eine Schneidelinie. Und hier an dem Fuß einmal eine Falzlinie und da auch eine Falzlinie. Das gleiche mit diesem Verfahren mache ich jetzt hier auch noch mal. Da der Fuß etwas kleiner ist, drückt sich das auch ein bisschen weiter. Aber im Prinzip ist das Gleiche. Ist dann halt nur etwas kleiner der Fuß. So, das zeige ich euch jetzt hier auch noch mal. Ich zeige euch auch gleich meine Zeichnung, die ich hier habe, noch mal im Detail. Also ich lasse die mal ein paar Minuten oder ein, zwei Minuten mal so stehen gleich, damit ihr dann genau sehen könnt, könnt ihr euch das eventuell auch abzeichnen. Das ist dann für euch einfacher, als sich das alles zu behalten. Weil hier auf dieser Zeichnung ist es nämlich richtig eingezeichnet, was ich hier gerade erzählt habe mit dieser Linie. Das war halt ein kleiner Fehler, der mir unterlaufen ist. So, das ist jetzt auch eine Falz, eine Schneidelinie. Das ist eine Schneidelinie. Das und hier auch komplett. Dann mache ich jetzt einmal die Probe auf Exempel und schneide ich jetzt alles ein. Alles, was jetzt hier blau ist, beziehungsweise jetzt hier diese Seite natürlich nicht, nur diese Füße, das schneide ich jetzt alles mal ein und die Linien ziehe ich alle nach mit dem Kugelstift. Wo habe ich ihn? Die Falzlinien ziehe ich jetzt erst einmal nach, dass man die schön falzen kann gleich. Dann machen wir gleich die Probe auf Exempel, ob das auch so funktioniert, wie es soll. Jetzt alles schon. Ich glaube, die Mittellinie müssen wir noch einmal die Mittellinie. Hier das Teil und das Teil. Das andere braucht ihr nicht falzen. Das ist ja, wie gesagt, das war jetzt nur eure Hilfe, dass ihr seht, wo die Mitte ist. So. Schneide ich das mal ein. Dafür nehme ich mein Cuttermesser und mein kleines Lineal. Ups, jetzt habe ich. Ups. Nicht nur, dass ich jetzt hier auf mein. Auf mein Papier. Jetzt hätte ich fast auch noch meinen Finger erwischt. Irgendwie will es heute nicht.
Da habe ich alle. Jetzt die noch. Das muss ich mal freihand machen. Vorsichtig an den Linien vorbeigehen. Wenn jetzt irgendwas nicht stimmen sollte, kann man es ja nacharbeiten. Das ist jetzt mit den ganzen bunten Stiften hier. So. Und wie gesagt, nur diese blauen Linien, weil die roten sind die Falzlinien. Wenn man die jetzt noch zerschneiden würde, das wäre nicht so gut. Habe ich alles. Irgendwo habe ich was nicht geschnitten. Ist jetzt auch nicht so schön geschnitten, ne, wenn man das halt für sich selber macht. Da nimmt man sich ja auch die Zeit und die Ruhe. Ich will es jetzt nur mal eben einmal. Und hier geht es jetzt auch noch mal runter bis zum Fuß. Da hatte ich schon. Und dann, ich glaube, dann habe ich alles geschnitten. Ja. Okay, dann müsst ihr jetzt hier rechts und links am besten einmal die Hauptkarte erstmal diese rechts und links falten. So, dann den Hocker, den habe ich glaube ich nicht gefaltet, deswegen geht das nicht. Dann hatte ich doch was vergessen. Diese Linie. So. Den einmal vorziehen. So. Falzen nach oben. Das ist nach unten. Und der ist auch wieder nach oben. Dann sieht das schon mal. Und das andere zieht jetzt auch nach oben. Der Fuß. Und der Fuß. So. Diese Falzlinie. Einmal knicken. Alles vorsichtig. Mit Vorsicht behandeln. So. 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 Und die wieder nach oben. Und zu allerletzt hier noch das am Klavier. Und hier oben den Fuß. So, und dann passt es. Es funktioniert. Einmal komplett gefalzt. Und vielleicht nochmal nachziehen. So ein bisschen. Wer möchte, kann sich hier auch noch eine Verstärkung machen, wie diese hier. Das ist dann auch nochmal 1 cm nach oben. Es geht aber auch ohne. Und ja, es funktioniert doch. Man kann es dann jetzt in die Karte reinmachen, so wie bei dieser hier. So. Also der Mechanismus funktioniert schon mal. Sieht jetzt natürlich nicht so schön aus, weil es als bunt ist. Ja, aber ihr könnt euch das ja bestimmt vorstellen. Ja, und bei der nächsten Karte mache ich euch diese hier mal fertig, damit ihr dann auch seht, wie die Karte fertig aussieht. Das ist dann der zweite Teil. Ja, hier versprochen nochmal die Maße
in etwas längerer Zeit, dass ihr euch das angucken könnt. Vielleicht wollt ihr ja einen Screenshot von machen oder ich weiß nicht, ob man das irgendwie die Datei speichern kann. Das weiß ich jetzt nicht so genau, kenne ich mich jetzt mit den Sachen nicht aus. Deswegen mache ich auch viel mit der Hand, weil ich besitze gar keinen Computer bzw. Plotter oder ja, dann ist das immer schwierig, aber man möchte dann halt so schöne Karten machen und dann muss man sich das halt selber aufstifteln. Ja, ich hoffe, ihr findet daran Gefallen. Ja, bevor wir jetzt dann die zweite Sache starten, mache ich jetzt erstmal einen Break und dann sehen wir uns gleich wieder.